Hallo zusammen, herzlich willkommen in Annelies Welt. Heute möchte ich gerne wieder mit euch gemeinsam basteln und zwar mit diesem Standschablonen-Set von Action. Das hatte ich euch ja im letzten Action-Haul gezeigt. Ich kann euch das Video gerne hier oben mal verlinken, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und ja, ihr habt es ja schon im Titel gelesen. Heute wird es ein Watch Me Craft sein. Das ist so ein Mix zwischen Podcast und wir basteln hier was gemeinsam. Auf alle Fälle wird das Video ein bisschen länger. Ja, ich finde das Format immer ganz cool, weil ich gerne mit euch ein bisschen rede und habe dann nicht so die Zeit im Nacken. Ihr wisst ja, bei meinen Bastelanleitungsvideos halte ich das gerne kurz und knackig. Das ist alles Geschmackssache, aber ich mag es persönlich gerne, wenn das so ein bisschen auf den Punkt gebracht wird. Aber bei diesen Watch Me Crafts, ganz Suche alles. Ich habe mir sogar auch einen Tee gekocht und ihr hört es wahrscheinlich auch, ich bin erkältet, dementsprechend ein bisschen kurzatmig heute. Ich versuche das Video ungeschnitten zu lassen, aber falls doch der ein oder andere Huster oder Nieser kommen wird, werde ich das natürlich rausschneiden. Aber da wollen wir den Teufel gar nicht an die Wand malen, das wird schon alles gut gehen. Es wird heute definitiv ein Kinogutschein werden, in Form von einer Popcorn-Tüte. So habe ich mir das auf jeden Fall überlegt. Habe ich noch nie gebastelt. Heute das erste Mal ist praktisch eine Premiere. Ja, das machen wir heute gemeinsam. Ich versuche auch, möglichst viel aus diesem Set zu verwenden. Vielleicht ja sogar alles. Mal gucken. Ich habe mir auch schon Papier rausgesucht. Und ich habe mir auch schon eine Schablone aufgezeichnet. Zeige ich euch. Für die Popcorn-Tüte, so sieht die aus. Ja, gut, ich meine, schön ist anders, aber habe ich so per Hand halt gemacht, ne? Ja, aber ich denke, nachher am Ende wird das ganz gut aussehen. Ich kann euch auch mal sagen, wie groß meine Schablone ist. Und zwar ist die, ne, andersrum, Entschuldigung. So, ja, so 12,5 cm lang ungefähr, inklusive dieser Wellen. Und hier unten haben wir 5 cm, oder? Nicht ganz, aber 5 cm ungefähr. Ja, nicht ganz. 4,9. Aber sollten wahrscheinlich 5 cm werden, habe ich mich vermessen oder so. Das Lineal habe ich übrigens von der lieben Nina. Ganz liebe Grüße an dich, meine Liebe. Ich freue mich jeden Tag darüber. Das ist nicht nur in einer wunderschönen Farbe, sondern, schaut mal, da ist auch Glitzer drin. Das macht mich richtig glücklich. Also ja, habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Ganz liebe Grüße an dich. Nina hat hier auch einen YouTube-Kanal. Ninas Kreativreich kennt ihr bestimmt alle. Falls noch nicht, dann schaut doch gerne mal vorbei. Das lohnt sich allemal, weil sie macht so tolle Sachen. Ich bin jedes Mal von den Socken, wenn ich ihre Werke sehe. Ja, dann würde ich sagen, malen wir uns mal die Popcorn-Tüte auf. Dafür habe ich mir diesen Block ausgesucht von Action. Der ist schon etwas älter, aber ich habe mir überlegt, dass man für eine Popcorn-Tüte rot-weiß gestreiftes Papier ganz gut verwenden kann. Aber da kann man natürlich auch anderes Papier für verwenden oder man dekoriert sich das selbst, wie auch immer. So, das nehme ich. Zack. Und dann zeichnen wir uns die Geschichte mal auf. So rum. Also, meine Schablone muss ich jetzt hier viermal drauf bekommen. Und nicht nur die Schablone, sondern auch die Klebelaschen. Dementsprechend muss ich mal gucken. Das wird eine knappe Geschichte, glaube ich. Na, wenn die Klebelasche hier nicht ganz so groß ist, ist es ja auch nicht so schlimm. Ich muss mir gerade hier gut zureden. Ich weiß nämlich selber nicht genau, wie ich das jetzt am besten mache. Aber wir machen jetzt einfach mal. So, glaube ich, passt das ganz gut. Und wenn nicht, muss ich das nochmal ausradieren. Dann machen wir das nochmal. Zeichne ich mir das hier einmal nach. Man muss das ja auch nicht mit diesen Wellen machen. Man kann das natürlich auch da oben gerade lassen. Jetzt verrutscht mir die ganze Geschichte hier auch gerade noch. So. Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich habe die Kamera ja direkt vom Gesicht. Das ist nicht einfach. Das ist Arbeiten unter schwersten Bedingungen. Eine Tüte Mitleid bitte für mich. So, nee, ich darf nicht lachen, nicht zu viel lachen heute, weil dann muss ich sofort wieder husten und dann kommt mein Reizhusten und dann höre ich gar nicht wieder auf. Das muss ich auf jeden Fall jetzt hier bündig wieder anlegen. Und deshalb wird heute hier nicht gelacht. Passt mir ja gar nicht, aber ja, was soll ich machen, ne? Zweites Mal abzeichnen. Zack. Ein drittes Mal und ein viertes Mal gleich, wie gesagt.
hier wieder bündig ran. Das sind ja jetzt auch quasi Selbstgespräche, die ich führe, ne? Aber die führe ich öfter mal, muss ich ganz ehrlich sagen. Zack. Aber da die Hunde immer bei mir sind, ich habe ja zwei Hunde und die sind ja die ganze Zeit bei mir, wenn ich zu Hause bin und dementsprechend unterhalte ich mich eh immer mit denen. Zack. Ja, ihr hört schon, ne? Ich bin konzentriert. Das muss ja jetzt hier auch drauf passen, aber sieht doch gut aus. Also viermal könnt ihr überhaupt nicht erkennen, weil diese Punkte drauf sind. Aber wenn ich das gleich ausgeschnitten habe, dann könnt ihr das auf jeden Fall besser erkennen. Ihr zeichnet euch das viermal auf. Und dann müssen wir uns natürlich die Klebelaschen noch aufzeichnen. Dafür nehme ich mir nochmal ein Geodreieck. Und zwar muss ich hier eine Klebelasche an der Seite mir aufzeichnen. Das messe ich jetzt auch nicht genau nach. Da habe ich jetzt keine Lust zu, kann man aber machen, damit das schön ordentlich ist. Mache ich aber jetzt nicht. Mache ich jetzt so ungefähr. Wird ja jetzt auch nur so ein Prototyp. Zack. Da hätte ich auch mal ein bisschen länger machen können, ne? Naja, ich kann es ja nachher anders ausschneiden. Also auf jeden Fall muss hier an die Seite eine Klebelasche. Dann brauchen wir hier unten eine Klebelasche. Auch hier so leicht anschrägen. Hier auch. Zack. So. Und hier jetzt bei der dritten Schablone, hätte ich jetzt fast gesagt, ihr wisst, was ich meine, muss ich mir hier nochmal das verlängern. Das verlängere ich mir nochmal so um 5 cm. So ungefähr jedenfalls. Na, ich mache das anders. Moment, ich muss mal ganz kurz ein bisschen gucken, dass es so einigermaßen gerade ist. Ja, so passt das schon. Zack. So. Und hier brauche ich natürlich auch noch eine Klebelasche. Ihr macht das natürlich alles viel, viel schöner und genauer und gerader und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, muss auch nicht sein. Ja gut, ob das nicht sein muss, werden wir gleich sehen. Ich schneide das gleich mal in Ruhe aus und dann gucken wir mal, ob das alles so passt. Also auf jeden Fall brauchen wir hier eine Klebelasche, hier eine kleine, hier eine große. Das wird der Boden der Box und dann hier nochmal eine kleine Klebelasche. Und ich schneide das jetzt aus, dann könnt ihr das auch viel besser erkennen. Moment. Nee, nix Moment. Ich habe was vergessen. Ich habe noch eine weitere Klebelasche vergessen. Ich dödel. Und zwar muss natürlich hier an den Boden auch noch eine Klebelasche ran, damit ich das nachher umfalten kann und in die Box reinkleben kann. Ich bin aber auch eine. Ich hätte das fast vergessen. Das wäre wieder typisch für mich, sage ich ganz ehrlich. Weil ich in der Hinsicht immer gerne flusig bin, weil ich schon an das Nächste denke und gar nicht so richtig bei der Sache bin. So, also hier unten muss auch noch eine Klebelasche ran, falls man das ein bisschen erkennen kann. Ich schnippel das jetzt aus und dann sehen wir uns gleich wieder. So schaut das jetzt ausgeschnitten aus. Also wir haben hier die Klebelasche, hier unten auch zwei Klebelaschen und hier den Boden plus Klebelasche, die ich jetzt fast vergessen hatte. Genau. Und dann falten wir uns das dementsprechend. Ich habe schon mal angefangen. Und zwar lege ich mir dafür ein Lineal hier direkt auf die aufgezeichnete Linie. Und am besten geht man dann zum Beispiel mit einem Falzbein einmal so dahinter. Ist das jetzt gerade? Ja. Und dann klappe ich mir das so ein bisschen hoch. Dann gehe ich hier einmal so entlang quasi, ne? Und dann kann ich mir das auch schon einmal umfalten. Und dann gehe ich hier nochmal ordentlich rüber. Das mache ich mit allen Falzlinien. So, habe ich aber schon gemacht. Und ich hoffe, das passt jetzt auch alles. Wir gucken mal. Also das wird natürlich jetzt so zusammengeklebt. Jetzt sieht das auch schon aus wie eine Popcorn-Tüte. Ich finde das ganz cool mit den Wellen da oben eigentlich. Und mal gucken, ob das alles jetzt so bündig ist. Die Lasche wird auf jeden Fall nach innen geklebt.
diese beiden Laschen kommen nach innen und dann wird das hier so zusammengeklappt und zusammengeklebt. Ja, also ich glaube, ganz gerade ist es nicht, aber wir werden das gleich mal sehen. Ich nehme mir mal eben eine Unterlage zum Kleben, weil das da unter ist ja hier meine Tapete von Action. Und ich sehe schon durch das Falzen eben, habe ich hier ordentlich Macken drin. Aber das ist ja überhaupt nicht schlimm. Ich kann mir nochmal irgendwann, wenn das dann zu doll in Mitleidenschaft gezogen worden ist, kann ich mir das ja erneuern. Das ist ja kein Problem. Aber ich nehme jetzt zum Kleben auf jeden Fall was drunter. Wo ist denn meine Klebe? Ich habe mir die mal abgefüllt. Und zwar kleben wir zuerst hier die größere Lasche. Ich gehe hier nochmal ordentlich rüber. Dafür gebe ich mir hier einmal Kleber auf. Huch, es kommt da ganz schön viel raus. Aber viel hilft viel. Zack. Und dann kann man sich das hier einmal so umfalten. Obwohl, ich gucke lieber. Naja, passt das nicht richtig. Ich ziehe das mal ganz kurz. Ich bin gar nicht im Bild, ne? Aber ich muss es ein bisschen zu mir ranziehen. Auf jeden Fall kleben wir das nach innen, dass das hier unten gut abschließt. Ich muss das eben mal ein bisschen zu mir ranziehen, weil sonst habe ich ein Problem. Der Kleber von mir, der zieht super, super, super schnell an. Da kann ich nichts mehr verrückeln dann. Aber das sieht ganz gut aus. Dann gehe ich nochmal mit dem Falzbein da rein in die Tüte und streiche das nochmal ordentlich fest. Ja. Das sieht doch ganz gut aus. Na, hier ist es nicht ganz gerade. Aber das fällt nachher gar nicht auf. Naja, ein bisschen mehr nach innen hätte das können, ne? Aber da ist jetzt auch keine Chance mehr, das zu korrigieren. So, und dann klebe ich mir, also ich falte mir das erstmal so ein bisschen nach innen, gebe mir dann auch hier Kleber auf und hier auf die Lasche und dann klappe ich das einmal zusammen. So. Dann geht die Lasche in die Box rein. Ach, dafür, dass ich das mal so Pi mal Auge aufgezeichnet habe, passt das ganz gut, finde ich. Man muss ja auch nicht immer alles mit Standschablonen machen. Ich mag das gerne, wenn man eine Standschablone hat, dann geht das so schön schnell flott, aber ich finde so dieses klassische Basteln, dass man sich selber mal was ausdenkt oder so, oder selber was aufzeichnet, finde ich auch nicht verkehrt. Dann drücke ich mir das hier nochmal ein bisschen an in der Tüte und dann ist unsere Popcorn-Tüte auch schon fertig. Das geht unheimlich schnell. Ich meine, ganz ehrlich, sich so eine Schablone hier aufzuzeichnen, da gehört überhaupt nichts zu, geht unheimlich schnell. Das Einzige, was ein bisschen dauert, ist das hier oben auszuschneiden, aber gut. Wir Bastler mögen ja gerne ein bisschen schnippeln. Also ich jedenfalls. So. Unsere Popcorn-Tüte ist fertig. Dann kann das in Ruhe durchtrocknen. Die stelle ich jetzt mal beiseite. Und dann geht das weiter mit der Deko. Ich mache die Klebe mal lieber trotzdem ein Momentchen zu. Sonst funktioniert die gleich nicht mehr. Jetzt lasst mich mal überlegen. Wo sind denn unsere Standschablonen? Wir wollen ja alles ein bisschen verwenden. Lasst uns doch erstmal jetzt die Popcorn-Tüte fertig machen. Dafür nehmen wir uns hier auch die Standschablone von der Popcorn-Tüte raus. Das habe ich mir so vorgestellt, dass man die hier vorne raufklebt. Wenn ihr komische Geräusche im Hintergrund hört, das sind meine Hunde. Die sind heute mit dabei. Mal gucken, wie lange die sich benehmen können. Kann auch sein, dass sie plötzlich anfangen zu bellen, falls jemand kommt, weil es sein kann, dass so langsam meine Jungs hier eintrudeln. Genau, dann machen wir jetzt erstmal diese kleine Popcorn-Tüte und diese kleinen Popcorn hier natürlich auch. So. Also ich denke mal, dass ich dieses Movie hier nicht verwenden werde. Mal gucken. Gucken wir mal. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich kann die große Standschablone jetzt hier schlecht herholen, aber wir versuchen das mal mit der kleinen Sidekick. Die liebe ich ja so sehr, ne? Das ist so praktisch, das habe ich absolut nie bereut, die geholt zu haben. Das lohnt sich allemal, wenn man viel ausstanzt. Und dann nehme ich kraftfarbenes Papier aus dem Block von Action. Und zwar sieht der... Ja, der sieht ja immer mal unterschiedlich aus, aber
Der hat so verschiedene Farben hier drin, verschiedene Stärken. Habe ich ein bisschen angemalt. Da hatte ich wahrscheinlich gerade ein bisschen Langeweile oder habe gerade telefoniert. Da schneide ich mir mal ein Stückchen von ab. Passt das dann überhaupt drauf? Ich glaube schon. Wir gucken mal. Ja, das passt so gerade eben. Und das Popcorn werde ich definitiv dann in weiß oder in cremefarben oder so ausstanzen. So, einmal durchkurbeln. Knack, knack. Ich liebe das ja, wenn man hier zieht und diese Kurbel dann hier so durchdreht. Finde ich richtig gut. Naja, man muss sich halt an den kleinen Dingen des Lebens auch erfreuen. So, das ist die Popcorn-Tüte. Die haben wir schon mal. Spuck. Ja, feuchte Aussprache heute. Das liegt an meiner Erkältung, an nichts anderem. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall irgendwie noch eine Bestriftung da drauf. Nee, erstmal das Popcorn. Eins nach dem anderen. Dafür nehme ich auch das Papier aus dem Block, das ich euch eben gezeigt habe. Und zwar das helle. Da stanzen wir uns einmal das Popcorn aus. Zack. Diese kleinen hier auch, die können wir auch verwenden. Hätte ich gar nicht wegpacken brauchen, ne? Zack. So. Ich finde das Stanzset so toll. Da hat man so viele Möglichkeiten mit. Und wisst ihr was? Das soll ja so sein, ne? Das ist ja die Popcorn-Tüte, dann kommt das Popcorn da rein und dann werde ich mir dieses Popcorn hier öfter noch draufkleben, damit das ein bisschen mehr Dimensionalität hat irgendwie. Versteht ihr, was ich meine? Ich verstehe es gerade selber nicht, aber ich könnte mir das gut vorstellen, wenn man da so ein bisschen mehr Popcorn oben drauf klebt. Wo ist denn das Kleine jetzt? Ihr seht das bestimmt, ich nicht. Habe ich das jetzt wieder verloren? Hä? Habe ich doch eben noch gehabt. Das ist Magic hier. Ich habe doch noch so ein kleines Stück gehabt, ne? Das ist weg. Das kann doch nicht sein. Ist das runtergefallen? Ihr wisst bestimmt, wo es ist. Ihr habt es bestimmt eben gesehen, dass ich das wahrscheinlich irgendwo hingeschleudert habe. Da ist es, Mensch. Da ist es doch. Hier kommt nichts weg. Diese eine Standschablone, die ich im letzten Action Hall gezeigt habe, glaube ich, damit haben wir auch eine Karte zusammen gebastelt, die ist mir ja auch hier abhanden gekommen. Und zwar habe ich die hier zwischen den beiden Schreibtischen verloren. Vielen Dank nochmal für eure Kommentare. Ihr habt da ja wirklich sehr kreative Ideen gehabt, wie ich das wieder rausfischen kann. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Also was heißt wir? Mein kleinster Sohn hat mir da geholfen mit einem langen Lineal. Und dann haben wir das da wieder rausfischen können. So. Ich stelle mir das jedenfalls so vor, dass man diese Teile oben drauf klebt. Können ja noch mal einmal ausstanzen. Was man hat, das hat man. So. Ich sag ja, das wird ein langes Video. Aber ich lasse einfach laufen, ne? So. Daher ist es immer ganz gut, dass man hier das Magnetpapier drunter hat. Dann kann man sich das gleich wieder nach der Verwendung drauf machen. Dann geht nicht so schnell was verloren. So, dann kann das erstmal beiseite. Und jetzt brauche ich irgendwie noch so ein Etikett. Ich meine, man sieht zwar, dass es Popcorn ist, aber ich finde, da muss noch ein Etikett drauf. Wisst ihr, wie ich meine? Ich nehme mal ganz kurz einen Hebelschneider. Das kann man natürlich jetzt auch mit der Schere machen, aber da bin ich ja pingelig. Ich kann ja überhaupt nicht gerade schneiden. Das kann ich gar nicht. Und dementsprechend mache ich das mal lieber mit dem Hebelschneider. Mal eben gucken. Ja, so 3 cm muss das schon sein. So ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr.
So eine, na, obwohl, Moment, ich muss einmal ganz kurz Looky-Looky machen. Nee, ich muss noch mal eben kurz gucken. Machen wir ein bisschen breiter, so knapp 4 oder so. Zack. So finde ich das ganz gut. Und dann schräge ich mir das noch mal ein bisschen ab. Und dann schreiben wir da Popcorn rauf, weil da ist ja auch Popcorn drin. Mache ich das jetzt per Hand? Ja, ne? Oder? Ich traue mich jetzt einfach mal. Zack. Oh, ich muss mal ganz kurz überlegen. Ja. Zack. Bisschen schräg jetzt, ne? Bisschen schräg. Und das meinte ich damit, dass ich nicht per Hand aufschneiden kann. Jetzt habt ihr das gesehen. Umständlicher ging es auch nicht. Aber ist handmade, ne? Kann man ja auch noch ein bisschen nachschneiden. So, jetzt wird es immer schlimmer. Oh Gott. Egal. So, wir schreiben da jetzt Popcorn drauf. Wo ist denn mein Stempelset? Habe ich mir alles schon hingelegt. Hier. Da benutzen wir diese Buchstaben aus dem Set von... Was steht da drauf? Weiß ich nicht. Seht ihr, ne? Keine Ahnung. Kenne ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Tiny Alphabet. Da ist die Nummer. Könnt ihr euch ja gerne... einen Screenshot oder so von machen. Die sind so schön lütt. Die nehmen wir jetzt mal und dann stempeln wir uns einmal Popcorn da drauf. Ich würde ja sagen, ich mache die Kamera so lange aus, aber ich lasse das jetzt. Ich könnte das ja vorspulen. Irgendwie ist das ja voll schräg, ne? Wird immer schlimmer jetzt. Verschlimmen, verbessern, oder wie heißt das nochmal? So, wo ist denn das große P? Obwohl, ganz ehrlich, das ist jetzt auch Quatschkram, was ich hier mache. Das ist so eine Gewohnheitssache. Ich mache das jetzt mit einem Acrylblock. Wo ist der denn? Den hätte ich mir ja auch schon mal hinlegen können. Da. Das ist Quatsch jetzt. Das muss ja auch nicht so gerade sein. So, schwarze Tinte. Hätte ich jetzt fast gesagt, mein schwarzes Stempelkissen. Da wollen wir jetzt auch mal 9 gerade sein lassen. Aber man kann sich das vielleicht trotzdem einmal kurz anpinnen. Moment. Sonst verrutscht mir das noch. Hier mit meinem Masking Tape. Zack. Jetzt ist vor Schreck die Kamera ausgegangen. So. Habe ich euch gezeigt? Versa Fine Clear in Schwarz benutze ich. Kann ich sehr empfehlen, gerade so für Schriften und so, weil das so richtig knackig schwarz. Oder beziehungsweise, ich habe auch andere Farben, auf jeden Fall ordentlich Farbe abgibt. So, und jetzt schreiben wir da Popcorn drauf, beziehungsweise stempeln Popcorn drauf. Einmal ein P. Brauchen wir ja gleich nochmal das P, ne? Dann, huch. Das O brauchen wir auch zweimal. Oh, ich kann das ganz schlecht sehen. Ich muss mal ein bisschen weiter ranrücken. Zack. Finde ich aber irgendwie besser, als wenn man das jetzt leer lässt. Könnte man natürlich auch unbeschriftet lassen, aber irgendwie finde ich das ganz cool, wenn da Popcorn draufsteht. Das P kann schon mal zurück, sonst verliere ich das nämlich. Das ist so löd. So. Das C. Wir haben es dann auch gleich, eine Stunde später. Jetzt passt das wahrscheinlich gleich nicht rauf. Oh, das ist schräg. Au, au. Egal.
mit Liebe zum Detail, oder? Wie heißt das? Ich finde, das macht das hier auch irgendwie aus, dass man das mit Liebe bastelt. Jetzt passt das da tatsächlich nicht hin. Ich hätte das weiter nach links schreiben müssen. Popcorn. Ja, das ist jetzt langweilig, ne? Das R und das N. Wo haben wir das denn? Ach, da. Huch, was fällt denn da? Ach, das fällt mir hier alles entgegen. Das muss hier alles seine Richtigkeit behalten. So, weiter geht's mit dem R. Jetzt passt das da nicht hin. Warum? Also ich sag's ganz ehrlich, wenn ich das jetzt alleine für mich hier so basteln würde, dann hätte ich das nochmal gemacht. Muss ich mir gleich mal überlegen. Das stört mich, ne? Bin ich ganz ehrlich. Das sieht doch doof aus. Oder? Was sagt ihr? Soll ich das nochmal schnell machen? Oder soll ich das so lassen? Man muss ja auch nicht immer alles so perfekt machen, oder? Wir lassen das jetzt so. Zack. Schnell zumachen. Sonst gibt es gleich ein Unglück. Ich kenne mich. Und dann können wir das auch schon aufkleben. So, gucken wir mal. Manche von euch rufen wahrscheinlich jetzt gerade, macht das nochmal, das sieht schrecklich aus, weil das überhaupt nicht mittig ist. Und manche sagen jetzt von euch, ach, papalapap, ist doch völlig egal. Ist eh schräg geschnitten, dann macht das auch nichts, wenn die Schrift schräg ist. Beziehungsweise nicht zentriert ist. Ist egal, ich klebe das jetzt einfach auf. Es ist, wie es ist. So. Dann kleben wir uns noch das Popcorn auf. Doch schon ganz niedlich aus, oder? Ich habe auch noch gar nichts mit dem Stempel, mit dem Standset gesehen. Ihr? So manchmal sieht man ja auch was auf Instagram oder so. Ich habe da noch gar nichts gesehen mit dem Standset. So, und dann werde ich mir hier diese Popcornstückchen hier nochmal aufkleben, damit das, wie gesagt, so eine kleine Erhebung, also nicht Erhebung, aber ihr wisst, wie ich meine. Dann sieht das so ein bisschen dimensionaler aus. Das hätte ich auch da unterkleben müssen. Ei, mal gucken, ob ich das noch abbekomme. Das sieht dann noch besser aus, glaube ich. Nee, das bekomme ich nicht mehr ab. Aber das hätte ich vorher aufkleben müssen. Und dann... Ihr wisst schon, was ich meine. Ich bin gerade hochkonzentriert. Ah. So. Das Ding ist ja auch, dass ich jetzt natürlich auch schon an den nächsten Schritt denken muss, was wir gleich als nächstes machen. Und was habe ich hier rumgesaut? Egal. Finde ich aber auch schöner, wenn man das Popcorn nochmal so draufklebt. Gut, muss ich jetzt auch sagen, ne? Zack. Und dann kann man sich das auch noch so ein bisschen anmalen, wenn man möchte.
Man kann ja zum Beispiel hier auch noch so einen Stern oder so aufkleben. Ja. Oder könnte man machen. Huch. Man könnte sich hier einen Stern oder irgendwas hinstempeln oder so. Vielleicht lasse ich mir da noch was einfallen. Man kann das auch noch mal so umranden. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich meine, man kann da jetzt auch nicht mehr viel falsch machen. Dementsprechend. Hier habe ich auch ein bisschen rumgesaut, ne? Habe ich meine Hände wieder voll mit Stempelfarbe? Wahrscheinlich. Da habe ich wahrscheinlich irgendwo Stempelfarbe. Na, jetzt ist ja eh alles egal. Dann kann man sich das doch hier vielleicht noch mal so ein bisschen umranden oder so. Mit einem Feinliner. Und so ein bisschen auflockern. So, irgendwie. Oder? Mich stört das. Ich sag's, wie es ist, aber egal. So. Also egal nicht, aber ihr wisst, wie ich meine. Und dann kommt das hier vorne rauf. Und dann könnte man sich noch weitere zwei Popcornstückchen irgendwie aufstanzen und dann hier vorsetzen. Dann sieht man das auch mit dem angedreckten. Wie sagt man? Mit diesem Fleck halt nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Das mache ich auch gleich. Wir kleben uns das jetzt erstmal auf. Dann haben wir das schon mal. Aber ich finde, so ein Watch Me Craft, wie gesagt, das ist ja nicht geplant, sondern wirklich spontan hier mit euch gebastelt. Da passieren halt auch Fehler, ne? Und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Aber mich stört das irgendwie. Ich weiß auch nicht. Dann guckt man immer direkt da drauf. Und wenn andere das irgendwie machen, dann ist mir das egal. Dann sehe ich das noch nicht mal. Geht euch das auch so, dass man mit sich selbst immer so streng ist? So, erstmal schön andrücken. Und dann stanze ich mir noch mal ein bisschen Popcorn aus, weil es so schön ist. Ihr habt doch Zeit mitgebracht, hoffentlich. Ich habe hier auch tausend Sachen liegen, Kabel und so. Alles Mögliche. Jetzt muss ich mir noch mal ein bisschen Papier abschneiden. Nee, ich habe hier noch. Ich habe hier noch. Stanzen wir uns hier noch mal ein bisschen Popcorn aus. Andersrum. So. Löst sich hier irgendwie gerade. So. Und dann klebe ich mir das auf den einen Fleck. Dann sieht man das gar nicht mehr. Das ist doch voll schlau, oder? So. So, Fleck verdeckt. Und vielleicht noch ein. Und wie gesagt, man kann sich das auch so ein bisschen noch mal anmalen, so ein bisschen die Ränder anmalen. Kann man machen, muss man nicht. Sieht schon ganz schön aus, finde ich so. Aber man könnte zum Beispiel mit so einem helleren Stift hier noch mal so am Rand entlang gehen. Oh, muss man ja auch nicht machen, aber kann man machen, wenn man möchte. Und dann nehme ich noch einen etwas helleren Stift. Und dann gehe ich hier noch mal so ein bisschen rüber.
So, das muss jetzt auch reichen. Unser Popcorn. Und was darf nicht fehlen? Richtig, Band. Band darf nicht fehlen, aber das machen wir später, oder? Nee, das machen wir jetzt, dann ist die Tüte schon mal fertig. Hoffentlich geht meine Kamera nicht gleich wieder aus. So, schon mal ein bisschen Platz machen hier. Da nehmen wir Rot auf jeden Fall. Ich kann euch jetzt die Farben gar nicht nennen, weil ich nicht weiß, wie die heißen. Die sind auf jeden Fall von Kreativdepot, also das ist Garn von Kreativdepot. Einmal Rot. Und dann nehmen wir noch was Helles. Und die Boxen sind von Teddy. Die sind ganz praktisch dafür oder generell für Kleinkram. Wir Bastler haben ja immer eine Menge Kleinkram, was sortiert werden möchte. Da schneide ich mir immer lieber ein bisschen mehr ab als zu wenig. Und dann gucken wir gleich mal. Wir haben da ja noch eine Menge dabei. Das will ja auch verwendet werden. Aber dann haben wir schon mal zumindest die Tüte fertig. Was mache ich hier eigentlich gerade? So, das reicht ja wohl. Das ist meine Schere. Ich bin gar nicht mehr im Bild, ne? So. Dann tüdel ich mir das hier einmal rum. Und versuche mal eine Schleife hinzubekommen. Jetzt rutscht mir das natürlich alles weg. So ein bisschen weiter nach oben. Jetzt bräuchte ich mal einen Finger von jemandem. Menno. Höchste Konzentration gerade wieder. Das fällt mir schwer zu basteln. So, da ist die Kamera wieder ausgegangen. Aber so ist das doch schon mal gar nicht so verkehrt. Aber irgendwie hält das nicht. Das rutscht so. Das ist ganz komisch. Manchmal klappt das super. Ich muss das nochmal machen. Und manchmal rutscht mir das einfach so weg. Ich weiß nicht, woran das liegt. An mir doch nicht, oder? Nee, an mir kann das nicht liegen. So. Ich hätte die Zeit eben mal nutzen sollen, als die Kamera ausgegangen ist. Aber wir wollen ja hier quasi wie... Das ist ja quasi wie live basteln. Da will ich nichts verschönigen. Das mache ich in Doppelknoten. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Zack. Ah, mein Finger. So. Eine Stunde später. Aber die Schleife muss auf jeden Fall sein. Da möchte ich jetzt nicht drauf verzichten. Ich gebe nicht auf. So. Das kann man sich hier ja noch mal ein bisschen befestigen, dass das nicht runterrutscht. Aber das sollte passen. Kann ich mir hier noch mal ein bisschen abschneiden. Das ist ein bisschen viel Band. Zack. Aber ich finde, das muss sein. Das ist so das gewisse Etwas. Was sagt ihr? Guckt mal. Sieht doch ganz cool aus, oder? Und die Flecke sieht man nicht mehr. Okay. Schwamm drüber mit der Schrift. Aber ansonsten bin ich echt zufrieden. Und jetzt müssen wir die natürlich noch so ein bisschen befüllen, weil wir hier noch einige Sachen über haben. Womit machen wir da mal weiter? Ich würde sagen, mit dem hier, dass wir uns irgendwie eine Karte basteln. Beziehungsweise entweder kann man sich damit eine Karte basteln oder so einen Umschlag. Ich hätte jetzt fast Tasche gesagt, so einen Umschlag würde ich ganz gut finden. Dass man hier so einen Umschlag, ein Papiergut, ganz ruhig, einen Papierumschlag reinsteckt, wo dann der Gutschein drin steckt oder ein paar liebe Worte, wie auch immer.
So habe ich mir das gedacht. Das machen wir jetzt mal eben. Ich stanze mir mal eben dieses hier in schwarz aus und den Filmstreifen hier auch. Sind ja beide Filmstreifen. Beides, ganz ruhig, was ist jetzt los? Das sind ja beides Filmstreifen, wollte ich sagen. Jetzt beruhigen wir uns wieder. Und da stanze ich mir in schwarz aus. Habe ich mir auch schon parat gelegt und dann geht das gleich weiter. Und ich räume mal ein bisschen hier die Sachen weg, dann fühle ich mich auch ein bisschen wohler, weiter zu basteln. Moment, ich habe mir das jetzt alles einmal ausgestanzt, auch diese kleine Mini-Sonnenbrille. Und jetzt machen wir erstmal unseren Umschlag fertig für den Gutschein. Habe ich mir schon ausgemessen, da soll ja nachher dieses Teil drauf. Und dann schneide ich mir das wie folgt aus. Und zwar einmal 14,5 cm. Mal 18 cm. Und dann falzen wir noch einmal. Da lasse ich die lange Seite hier oben dran liegen und falze einmal bei 5 cm und bei 13 cm und bei der kurzen, also auf der kurzen Seite einmal bei 1,5 cm. Das ist dann der Boden. So. Das war's auch schon. Dann müssen wir uns noch ein bisschen was ausschneiden. Diese beiden Felder schneide ich mir komplett weg. Und dann schräge ich mir das hier auch noch mal an. So ein bisschen jedenfalls. Und hier dann genauso. Ich kann das ganz schlecht erkennen irgendwie. Zack. Naja, ne? Naja. Heute wollen wir mal nicht so sein. So, und dann schräge ich mir das hier auch noch ein bisschen an. Das mache ich jetzt auch einfach so. Da zeichne ich mir jetzt auch nichts ran. Heute sind wir so ganz spontan. Naja. Also heute ist irgendwie der Wurm drin, ich weiß auch nicht. Als hätte ich noch nie gebastelt. Aber ich bin ja auch krank, ne? Da ist man ja immer so ein bisschen rammdösig im Kopf. Also noch rammdösiger als eh schon. Mal gucken, ob das so passt. So, das erstmal in den Müll. Und dann falte ich mir das hier nochmal nach. Zack. So, und dann wird das nämlich so zugeklebt und dann hier irgendwas passt da nicht. So, so wird das dann zugeklebt. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz. So schaut es aus, also hier so leicht anschrägen. Ja, ganz easy. Das klebe ich mir schon mal zusammen. Dann haben wir das auch schon mal. Dann hier einmal den Umschlag verschließen. Zack. Da mache ich mir so ein Klemmerchen ran. Ich wurde gefragt, woher ich meine Klammern habe. Die hatte ich irgendwann mal bei Depot gekauft. So, das darf dann erstmal durchtrocknen. Und jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt wollen wir uns das ja ein bisschen aufhübschen, ne? Hätten wir natürlich auch, bevor ich das zusammenklebe, mal machen können. Wäre vielleicht ein bisschen schlauer gewesen, aber kriegen wir auch so hin. Wir bestempeln uns das nämlich nochmal. Ich habe mir nämlich schon ein Stempelset hier rausgesucht von Kreativdepot. Und zwar
Gutschein für dich. Ich habe auch keinen anderen Stempel gefunden. Nennt sich Geschwungene Grüße klassisch 3. Ja. Ich hätte gerne eine gerade Schrift gehabt, nicht so eine geschwungene. Aber kann ich mir jetzt gerade nicht aussuchen. Ich habe keinen anderen Gutscheinstempel da. Also von daher muss der jetzt herhalten. Und so schlecht ist der ja nicht. Das muss jetzt auch trocken sein. Das soll ja gleich hier so rauf. Jetzt überlege ich gerade mal ganz kurz, wie ich mir das raufstempel. Entweder so rum, würde ich sagen, ne? Wenn das so in der Popcorn-Tüte drin ist, dann kann man das besser erkennen, als wenn ich das jetzt irgendwie so, ich schau mal. Gutschein für dich. Ich glaube, so passt das. Dann nehme ich lieber meine Stempelhilfe. Ich kann euch leider nicht sagen, wo ich die Stempelhilfe gekauft habe. Werde ich auch des Öfteren gefragt. Müsstet ihr sonst mal googeln. Nennt sich Misty. Wenn ihr das eingebt, dann findet ihr das auf jeden Fall. So, und dann stempel ich jetzt mit Versafein wieder. In Tulip Red. Passt dann ganz gut zu der Popcorn-Tüte, finde ich. Man könnte auch schwarz nehmen, aber die Umrandung ist ja schon schwarz und dann ist das irgendwie zu düster, finde ich. So, reicht das? Ja, könnte man noch einmal drauf gehen. Aller guten Dinge sind 3. So, dann mache ich mir das schon mal eben sauber. Dann ist das schon mal erledigt. Das ist übrigens mein Stempelreiniger. Und warum läuft der gerade aus? Moment. Der ist nämlich kaputt. Ich weiß nicht, wie ich das schon wieder hinbekommen habe. Also, jetzt kann man auch nichts mehr erkennen. Ne? Clear Stem Cleaner von Ranger. So, und jetzt zeige ich euch das mal. Hier oben, dieses Filz ist mir abgegangen. Und jetzt läuft mir das immer aus. Aber das wird natürlich trotzdem verwendet. Ich muss das nur richtig zudrehen und am besten nicht hinlegen, sondern hinstellen. So. Dann kann das schon mal zurück. Ich habe hier nämlich schon so ein Chaos. So. Mehr muss nicht sein. Das haben wir. Dann kleben wir das hier gleich drauf. Man könnte natürlich hier noch mit einem Kreisstanzer hier so einen Eingriff irgendwie ausstanzen, überlege ich gerade. Aber ich klebe das erstmal auf. Dann haben wir das schon mal. Wir wollen ja auch irgendwann mal zum Ende kommen, ne? Ich möchte auch wieder auf die Couch. So schön das auch ist, mit euch hier zu basteln, aber man ist ja nicht ganz so gut drauf, wenn man erkältet ist. Aber ich wollte das Video unbedingt drehen heute. Ich habe mich so darauf gefreut. Und dann habe ich mir gedacht, nee. Da lasse ich mich jetzt nicht aufhalten von so einem kleinen Schnupfen da. Gebe ich mir das hier einmal so auf. Möglichst gerade. Naja, wenn man so ganz alleine für sich bastelt, bastelt man ja schon irgendwie anders, ne? Oder wenn man zum Beispiel so Bastelanleitungsvideos dreht oder so, dann schneidet man das Video auch. Das ist auch ganz anders. Und klar können jetzt so auch Fehler passieren. Ich meine, die passieren ja schon zu Genüge hier. Und lasse ich ja auch alle drin und so. Damit habe ich auch kein Problem.
Ich meine ganz ehrlich, wenn ich hier alleine für mich bastel, da passieren tausend mehr Fehler. Also ich weiß auch nicht, irgendwie, ja, ist halt so bei mir. Und man ist natürlich trotzdem ein bisschen unentspannter beim Basteln, wenn man jetzt die Kamera anhat, ist ganz klar. Also wäre auch gelogen, wenn ich jetzt was anderes sagen würde. Aber es bringt trotzdem Spaß und deswegen mache ich das. So, weiter im Text. Wollen wir uns das ein bisschen aufstanzen? Dann hole ich mir mal eben den Kreisstanzer. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Der klemmt immer so ein bisschen. Der ist von Rai her. Und generell sind die ja immer ganz gut, ne? Aber irgendwie, naja. Gucken wir mal, ob das passt. Weil das jetzt nun auch doppelt ist. Ich glaube, das wird nichts. Was mache ich denn? Habt ihr gesehen, was ich jetzt gemacht habe? Habt ihr das gesehen? Und das meine ich. Das liegt an der Erkältung. Das kann ja nicht angehen, oder? Da wollte ich das hier in diesen Schlitz reinstecken und wundere mich, dass das nicht klappt. Also blöder geht's ja nun auch nicht, ne? Blöder geht's ja nun auch nicht. Gehirn bitte nochmal anlassen. So, jetzt aber. Passt das? So, jetzt mit Schmackes. Zack. Ja, nicht ganz, ne? Oh, oh, oh. Könnte man sich sonst mit der Schere hier nochmal helfen? Besser ist. Ja, es hat sehr, sehr dick, ne? Oha. Sehr, sehr dick. So mit der Schere ein bisschen nachhelfen. So. Finde ich aber besser. Und dann kann man da irgendwie eine Karte oder so reinstecken. Die bastel ich jetzt aber nicht. Da kann man sich irgendwas einfallen lassen. Das finde ich ganz gut. Da muss aber noch was drauf und ich weiß auch schon was. Kann ich mich drüber beömmeln, ne? Da habe ich das Papier hier in den Schlitz reingesteckt. Stellt euch das mal vor. Oh Mensch, wenn wir uns nicht länger kennen würden, ne? Ja, ich weiß, was ihr denkt. Naja, wir lassen das mal so stehen. Jetzt kommt die Sonnenbrille nämlich zum Einsatz. Jetzt passt mal auf. Da kleben wir uns. Warum mache ich die Klebe eigentlich immer wieder zu? Da kleben wir uns jetzt die Sonnenbrille. Ich habe auch überall Klebe hängen, ne? So. Kleben wir uns das hier auf. So habe ich mir das überlegt. Was haben wir denn jetzt noch übrig? Die Sterne. So. Wo ist meine Pinzette? Ach, das geht auch ohne. Dann kommt die Sonnenbrille da unter. So. Und dann noch diese beiden Teile, damit es auch wie eine Sonnenbrille aussieht. Ist das jetzt richtig? Moment, ich muss mal eben kurz gucken. So muss das hin. Also heute bin ich noch verpeilter als sonst, sag ich euch. Aber ich lasse das alles so drin. Ihr wollt ja ein langes Video, habt ihr ja so geschrieben. Dann mal gucken. Wisst ihr was? Ich werde noch so ein bisschen Glanz auf die Brillengläser geben. Das sieht irgendwie dann noch cooler aus. Und zwar benutze ich dafür immer dieses Nouveau Crystal Glaze. Zeige ich euch gleich. So, und dann könnte man die Sterne auch noch aufbringen, wenn man möchte. Ich muss mir ganz kurz mir ein Taschentuch nehmen. Geht gleich weiter. So, dieses hier, Nouveau Crystal Glaze, kann ich sehr empfehlen. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob da auch was rauskommt. Ich mache vorher immer gerne einen Test, dass mir das nicht gleich da so rausschwappt. Klappt aber ganz gut. Und dann gebe ich mir davon was auf die Brillengläser. Huch, der schlägt hier gerade Blasen. So, das muss natürlich gleich gut durchtrocknen. So. Guckt mal, das trocknet gleich transparent weg und dann sieht das doch voll cool aus, wie eine echte Sonnenbrille halt, ne?
Um was wollen wir wetten, dass ich da gleich reinditsch? Legen wir lieber beiseite. Die Sterne, genau, da war ja noch was. Die haben wir jetzt noch übrig. Und dann haben wir noch dieses hier übrig, ne? Huch, da war wahrscheinlich wieder 15 oder 20 Minuten um, da ging die Kamera wieder aus. Ich wollte gerade noch sagen, dieses hier könnten wir ja auch irgendwie verwenden, aber ich habe keine Ahnung wie. Das lassen wir jetzt mal weg. Und das Movie, wie gesagt, ja auch. Das packe ich jetzt mal beiseite, das blendet so, ne? So. Und dann stanzen wir uns nochmal die Sterne aus, aber in Glitzer, mit Glitzerpapier. Da nehme ich dieses hier. Goldglitzer. Zack. So ein bisschen Glitzer darf ja nicht fehlen, ne? Das noch mal schnell wegpacken, damit ich die nicht verliere. Das darf in den Müll. So. Jetzt ganz vorsichtig klebe ich mir die Sternchen hier noch mal auf. Das ist sonst auch so nackt irgendwie, finde ich. Die Sterne machen das noch mal aus. Da könnte fast noch irgendwas drauf, aber ich glaube, dann reicht das auch, ne? Nee, die Sterne reichen. So. Zack. Das kleine Sternchen auch. Ich muss meinen Tee gleich mal austrinken, damit ich euch mal meinen Becher zeigen kann. Ich habe auch schon ganz trockenen Hals vom vielen Zappeln. Oh Mann. Aber ich finde, ich bin ganz gut durchgekommen hier. Außer, dass die Kamera zwei- oder dreimal ausging. So. Wie findet ihr das? Sieht doch ganz schön aus, oder? Wie gesagt, muss noch mal durchtrocknen. Ich habe mir auch schon so ein paar Naschis hier hingelegt. Die sollen natürlich in die Popcorn-Tüte, in die Kinotüte mit rein. Aber das muss erstmal beiseite. Und das haben wir ja auch noch. Aber da habe ich mir was ausgedacht. Moment. Ich habe mir nämlich ein bisschen Popcorn umgefüllt in diese Tüte hier. Die soll selbstverständlich hier so mit rein. Und dann habe ich mir nämlich überlegt, dass man diesen Filmstreifen, dass man den hier so rumwickeln kann. Weil mir sonst auch nichts anderes eingefallen ist. So irgendwie. Warum nicht, oder? Kann man doch mal machen so. Sieht doch voll cool aus. Doch dekorativ. Genau, das ist das richtige Wort. So. Dann guckt das da so raus. Das ist doch voll cool. Ich meine, was soll ich auch anderes jetzt sagen, ne? So, meine Lieben. Das muss jetzt durchtrocknen. Ja, gut, da warten wir jetzt nicht gemeinsam, ne? Und ich habe hier auch, wie gesagt, noch ein paar Naschis besorgt. Zeige ich euch. Ein paar Nüsse. Schoki darf natürlich auch nicht fehlen. Ich weiß genau, was meine Kinder gleich sagen, wenn sie diese Box sehen. So. Das Popcorn darf sogar nach vorne, oder? Nee, ich lasse das hier hinten. Von der Größe her ist es besser, wenn es nach hinten kommt. Jetzt knister ich hier gerade so blöd, ne? Aber muss mal eben sein. Schaut doch bitte mal. So sieht das... Huch! Meine Schleife, nein. Die muss ich noch mal ein bisschen befestigen. Die hält so nicht. So. Da kann ich mir hier an der Seite noch mal so kleine Einschnitte machen und da das Garn sozusagen reinlegen. Das werde ich nachher noch mal in Ruhe machen. Dann haut mir das hier nicht so ab.
Aber erstmal reicht das auf jeden Fall. Ich kipp das mal eben, damit ihr das sehen könnt. So schaut es aus. Und wenn dann noch der Umschlag mit reinkommt, sieht das doch voll schön aus. Was sagt ihr? Also ich bin zufrieden. Also außer das jetzt hier, aber darauf gucken wir ja nicht. Das hätte man schöner machen können. Was sagt ihr? Also ich finde das ganz niedlich als Geschenkidee. So als Kinogutschein. Mal was anderes, finde ich. Und selbstgemacht, ne? Ich warte mal eben ab, dass das hier durchgetrocknet ist und dann sehen wir uns gleich nochmal. Schaut mal, ich habe jetzt die Trocknungszeit genutzt und habe noch ein paar Farbsprenkler draufgegeben in Gold. Ich finde das irgendwie schöner, sieht nicht ganz so kahl aus. Die Brille ist aber noch nicht ganz durchgetrocknet, da muss ich noch ein bisschen aufpassen. Und ich habe hier noch einen kleinen Glitzerstern aufgegeben. Ja, der lenkt so ein bisschen von meinem kleinen Ausrutscher hier ab, finde ich. Ich hätte es natürlich auch neu stempeln können, hatte ich aber keine Lust zu, bin ich ganz ehrlich. Und wem ist aufgefallen, dass hier Schoki fehlt? Ja, liegt hier aber noch. Die Betonung liegt auf noch. War mir ein bisschen zu viel, dann passt nämlich hier der Umschlag nicht so gut rein. Der kommt natürlich hier nachher mit rein. Ich muss aber noch aufpassen, die Brille ist noch nicht ganz trocken. Dementsprechend lasse ich die Karte bzw. den Umschlag noch mal draußen. Ich hoffe, euch hat das kleine Bastelvideo gefallen und ich konnte euch ein bisschen inspirieren, was man mit dem Standschablonen-Set von Action so anstellen kann. Und freue mich natürlich, wenn der ein oder andere von euch das nachbastelt. Ja, und über liebe Kommentare freue ich mich natürlich auch jedes Mal. Ja, meine Lieben, ich gehe jetzt wieder auf die Couch, mache mir noch einen Tee und lasse es mir gut gehen. Und das solltet ihr auch machen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, meine Lieben, eure Anni.